what the heck? So werden Pommes und das Essen bei McDonald's gemacht? Bro, Alter, ich kann da nie wieder essen. Alter, ich bin raus. Ich bin raus, Alter. Was geht ab, meine Damen und Herren? Wisst ihr, was ich in meiner Freizeit mache? Jan, habt ihr das bestimmt schon immer gefragt? Ja. Ich bin eine Pommes bei McDonald's. Ja. Okay, wir reden nicht mehr drüber. Aber wir gucken uns etwas an, was wir alle schon mal irgendwie mitbekommen haben. Jeder von euch hat schon mal gehört, ey, weißt du, wie die Chicken Nuggets bei McDonald's gemacht werden? Babyküken, was weiß ich. Ey, die Pommes werden so und so gemacht. Und heute gucken wir uns an, wie das Ganze wirklich abläuft. Wenn es euch schon immer interessiert hat und wenn euch dieses Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben. Das schaffen wir auf diesem Video. 4444 Likes, Mann. Vom Fritz. Okay, Pommes! Die Zubereitung dieses Snacks, den wir in roten Schachteln zu sehen gewohnt sind, beginnt in der Fabrik lange bevor er serviert wird. Okay. Die Kartoffeln kommen hier bereits nach Größe sortiert an. Der erste Schritt der Produktion ist eine Maschinenwäsche. Dann werden die Kartoffeln zum Schälen geschickt. Kleine Partien von Knollen landen in einer speziellen Trommel mit gerippten, scharfen Wänden. Aha. Die Kartoffeln werden gleichmäßig geschält, während sie sich daran drehen. Okay. Das Schneiden jeder einzelnen Kartoffel dauert dank dieser Gitter, durch die die Knollen geschoben werden, nur wenige Sekunden. Oh. Anschließend werden die Kartoffeln gesiebt, damit kurze und ungleichmäßige Stücke aus der Charge entfernt werden. Bruder, ich krieg so Hunger gerade. Die Gelatine mit Dextrose behandelt, ein natürliches Süßungsmittel, das ihnen beim Frittieren die charakteristische goldene Farbe verleiht. Ach lol! Außerdem werden die Pommes frites mit Natriumpyrophosphat behandelt, um ihre leuchtende Farbe während des Transports zu erhalten. WTF. Anschließend werden die Kartoffeln bis zur Hälfte frittiert, dann eingefroren und verpackt. Ach lol, Bro. Alles ist eine Lüge, Mann, das ist eine Lüge. Die Pommes, ich dachte, die Pommes werden immer normal braun so, aber die sind mit Malto, Dalto, Natrium, Sulfide, was? Lol, Alter, die Pommes werden dann einfach so. Also, die sehen gut aus. Ich dachte, bei den Pommes wird jetzt auch schon voll eklig sein, aber die sehen gut aus. Aber wir sind noch nicht durch. Ja, Nuggets kommen noch, Burger kommen noch, alles kommt noch. Und ich glaube, da werden wir nicht so begeistert sein. Aber Pommes schon mal, muss ich ehrlich sagen, bin ich beruhigt. Kann ich in Zukunft immer bei McDonald's essen. Alles kriegt den Maki-Haken TÜV geprüft von TÜV Maki. TÜV Maki. Ihr Vertrauen in unserem Unternehmen. Chicken Nuggets. Oh, die Nuggets kommen jetzt. Entgegen vieler Mythen beginnt die Zubereitung von Nuggets mit ganzen Hähnchen. Oh. Also keine Babyküken schon mal? In einem ersten Schritt werden die Brüste von den Karkassen getrennt, die die Hauptzutat darstellen. Nach dem Sortieren wird das gesäuberte Fleisch in einen Fleischwolf gegeben, wo es zerkleinert und gemischt wird. Interessanterweise wird in diesem Stadium der Mischung auch eine kleine Menge Hühnerhaut zugefügt, die dem fertigen Gericht einen intensiveren Geschmack verleiht. Das so entstandene Fleisch ist weich und biegsam, sodass eine spezielle Maschine es in Nuggets in 4 verschiedene Formen verwandelt. Bro, das sieht so eklig aus. Auf einem Förderband zu einer speziellen Station transportiert, wo sie mit 2 Teigschichten überzogen werden. Okay, lol. Die erste Schicht ist leicht, die zweite ist viel dicker. Geil. Hier das in der wieder Fabrik Bock. Nennt man das Tempura-Teig. Anschließend werden die fast fertigen Nuggets gebraten. Ui. Aber nur der Teig härtet aus, während das Fleisch roh bleibt. Das liegt daran, dass der letzte Produktionsschritt in der Fabrik das Einfrieren ist. Okay. Die endgültige Zubereitung der Nuggets erfolgt in den Restaurants der Kette. Okay, also Nuggets gut, aber Hühnerhaut wird da hinzugefügt. Was? Ich meine so, Bro, in dieses Fleischding kommt die Hühnerhaut noch mit rein, damit der Geschmack intensiver ist. Also irgendwie ist das schon ein bisschen eklig, oder? So, I don't know. Boah, ich habe keine Ahnung, so immer das zu sehen. So, die fertigen Nuggets sehen geil aus. So, wisst ihr, ich esse voll selten so Nuggets und so Zeug. Aber die sehen schon lecker aus mit dieser Panade und so. Aber Hühnerhaut und die Mischung und hier das alles Fleisch zusammengemischt. So, aber wenigstens keine Babyküken, Alter. Ihr alle kennt doch die Videos, oder? Diese McDonald's Nuggets, so werden Chicken Nuggets gemacht. Anscheinend nicht. Das soll wirklich zu 100% das Echte sein. Ja, Leute, und weil ihr hier die echten Informationen bekommt, dann lasst auch ein kostenloses Abo da, ja? Okay? Küsse gehen raus. Dankeschön. Jeder, der neu ist. Jeden Tag neues Video. Filet-O-Fisch. Oh, Filet-O-Fisch. Jetzt bin ich gespannt. Gefrorener Kabeljau und Schellfisch werden für die Fischpatties von McDonald's auf der ganzen Welt verwendet. Okay. Das Video zeigt die Fabrik in Espassen, die in den Gewässern der Barentssee fischt. Oh. Die Fabrik erhält das Fischfleisch in rechteckigen Blöcken. Es ist bereits entgrätet und gehäutet. Okay. Jeder Block wird in 150 Portionen geschnitten.
Jede dieser Portionen, die auf einem Fließband transportiert werden, wird zunächst mit einer Schicht Teig und dann mit einer Schicht Panade bedeckt. Lol. Dann werden sie eingefroren und sind für den Transport und die Zubereitung im Restaurant bereit. Lol. Ein Arbeitsgang dauert genau 8 Minuten und 38 Sekunden. Alter, ich habe noch nie in meinem Leben einen Filet-O-Fisch gegessen. Ich finde Fisch so eklig, ich kann Fisch nicht essen. Aber ich finde, das sah voll hochqualitativ aus, oder? Also mal Real Talk, ne? Ich sage einfach mal die ehrliche Meinung. Das sah aus, wie wenn das an so ein Restaurant geht, so 5-Sterne-Restaurant. Och, haben Sie, ich habe frisch Fisch, Lachs, Forelle gut gefangen, frisch gemacht, super, Banane, oh lecker. Ich schwöre, Alter, so sieht das aus. Also bis jetzt am Bro, Voice Crack. Ganz kurz, die Pubertät kommt. Ich rede nicht weiter. Wir gucken einfach den nächsten Clip an. Rindfleisch-Patties. Oh, die Patties, okay. In den vorangegangenen Fällen beginnt auch die Zubereitung von Rindfleisch-Patties nicht im Restaurant, sondern in einer Fabrik. Okay. In der Regel werden zwei Arten von Fleisch verwendet. Gekühltes lokales Fleisch und gefrorenes Fleisch, das aus Ländern importiert wird, in denen das Fleisch billiger ist, wie zum Beispiel Brasilien. Der erste Schritt ist eine sorgfältige Inspektion. Jede Charge wird einer Qualitätskontrolle unterzogen und läuft durch einen Metalldetektor. Krass! Außerdem werden Knorpel und Sehnen aus dem Fleisch entfernt, die beim Entbeinen versehentlich in die Charge fallen können. Okay. Wichtig. Gefrorenes und gekühltes Fleisch wird gemischt und dann mit einem Fleischwolf verarbeitet. Boah, das sieht halt auch eklig aus irgendwie. Dieser ist so konstruiert, dass er gleichzeitig Knochenstücke aus dem Hackfleisch entfernt, die versehentlich in die Masse gelangen können. Das so entstandene Rohmaterial wird dann an die Formmaschine weitergeleitet, die auf einem Förderband Patties auspresst. Jetzt sieht's gut aus. Interessanterweise wird dem Fleisch nichts anderes zugesetzt, nicht einmal Gewürze. Die geformten Patties werden schockgefroren. Die Temperatur wird drastisch auf minus 40 Grad Celsius gesenkt. Oh. Dadurch bleiben die Textur und der Geschmack erhalten. Die gefrorenen Produkte werden an Restaurants geliefert, wo sie gebraten und gewürzt werden und in die Burger kommen. Okay, krass. Also ich muss ehrlich sagen, das sah auch gut aus. Also außer diese Schritte, wo halt alles so ein Matsch ist und da rumläuft und Knochenstücke hier filtern, da filtern so. Das ist jetzt nicht so appetitlich, Bro. Aber ansonsten, ey, ich hab's mich viel schlimmer vorgestellt. Nuggets war ein bisschen eklig, Rindfleisch war jetzt nicht so eklig, aber Alter, also ich hab's mir irgendwie viel schlimmer vorgestellt, weil es gibt ja diese ganzen Videos im Internet, wie gesagt, so wo das und das gezeigt wird, so ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Vielleicht ist das hier natürlich auch alles nur Fake, so wisst ihr, so, ah nein, so ist es nicht und am Ende kommen doch die Babyküken. Ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht. Burgerbrötchen. Die Brötchen? Das beginnt mit Mehl, Wasser, flüssiger Hefe und Salz. Okay. Diese Zutaten werden so lange gemischt, bis ein homogener, weicher Teig entstanden ist. Dann ruht diese Masse 4 Stunden lang in einem speziellen Raum. In dieser Zeit bildet sich Gluten, eine poröse Struktur entsteht und die Oberflächenschicht wird elastisch und glatt. Dieser Teig ist bereit für die weitere Verarbeitung. Ihnen werden Zucker, Salz, Hefe, Wasser und Konservierungsmittel zugesetzt. Okay. Die Masse wird gründlich gemischt und dann in Portionen geteilt. Kugeln, die später zu Brötchen werden. Ah, okay. Anschließend wird jedes Stück in Mehl getaucht, ruht 3 Minuten lang und geht dann in die Gärung, wo es 55 Minuten bei 104 Grad Celsius und 90% Luftfeuchtigkeit verbringt. Aha! Im nächsten Schritt werden die Brötchen glasiert, mit Sesam bestreut und in den Ofen geschoben. Diesmal für 8 bis 9 Minuten bei 464 Grad Celsius. Wow! Boah, lecker! Nach dem Abkühlungsprozess, der 27 Minuten dauert, sind die Brötchen fertig zum Schneiden, verpacken geil. Und transportieren. Boah, lecker sehen die Brötchen frisch aus. Boah, sehen die geil aus. Ey, also von allem am appetitlichsten direkt die Brötchen, aber ist ja klar, so, das wird einfach nur hochgebacken. Platz 2, finde ich dann, sind echt eigentlich so Filet-O-Fisch, das sah so krass hochqualitativ aus. Dann kommen die Pommes, dann kommt Rindfleisch und dann kommen die Nuggets. Irgendwie die Nuggets waren, ich weiß nicht, irgendwie war das mit dieser Hühnerhaut da rein, das ist echt eklig irgendwie, gell? Aber Leute, das ist die Wahrheit, wie die ganzen McDonalds-Produkte gemacht werden. Wenn es euch gefallen, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal kostenlos, falls ihr neu seid. Danke fürs Zuschauen, klickt hier aufs letzte Video. Ich bin jetzt raus, viel Spaß dabei, bis morgen, tschüss.